So, und hier sind wir wieder mit Batman Arkham Origins. Ich gehe jetzt mal direkt zu unserem Schiffchen. Und... Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Das müsste hier. Finde Pinguin, Missionsziel. Und ja, wie kann ich jetzt das auswählen? Ja. Gewählt. Und nun? Ja, Schnellreise. Na. Hä? Ah, Mann, ja, und ich will dahin. Berthöhle. Karte von Gotham City. Oh, ja, wie heißt die Schwenkkarte? Zentrieren, Zoom, Eingabe, Schnellreise, Wegmarke setzen. Naja, sehr verwirrend. Aber dann schauen wir mal, wo wir sind. Alfred, ich habe gesehen, es auf. Die Funktürme, die Sie für Ihre Autonavigation verwenden, senden ein Störsignal aus. Sturmschäden. Sie müssen wohl dahin und es selbst herausfinden, Sir. Verstanden. Einer ist ganz in der Nähe. Schnauft der Bur. Deaktiviere das Störsignal. Okay. Drei Gegner bewaffnet. Und wir unsere. Wir sollen sicherstellen, dass niemand an diese Rüstung. Und die Geiseln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Ich werde abdrücken, ich bluffe nicht! Ich sollte hier Rauchbomben einsetzen. Das ist kein Spaß! Bewegung! Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Okay. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber gut einen möglich. Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? So. Das ist alles. Lüg mich ja und nicht darüber. An. Zeig dich endlich! Ha, okay. Okay. So, er ist in Sicherheit, aber verängstigt. Der arme Kerl. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Ja, nun gut. Scheiße, wo war jetzt nochmal Ducken? Da war Ducken. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ist der... Pow! Begeben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. Brave Bur. War doch ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Ich brauche einen. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Lass mich besser in Ruhe. Dann werde auch mit. Komm zu mir zu nahe, schicke ich dich hier um. Mann, ja, genau. Du wirst bestimmt.
kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Aber flott die Hoppy hier. Ja, einen haben wir noch. Auf Patsy Boy. Okay, jetzt müssten wir alle drei ausgeschaltet haben, wo zumindest ersichtlich waren. Kontrollraum. Dark Knight Herausforderung abgeschlossen. Schmeißen wir meinen Detektivmodus wieder ein. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. So, der Beweisscanner. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Mhm. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Verbrechen rekonstruieren. Ja, leck mich fett. Das alles nur anhand einer DNA. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Okay. 40%. Okay. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. So, die scannen wir natürlich auch. Ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Mhm. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay. Die muss doch hier irgendwo liegen. Den Scan haben wir auch abgeschlossen. Hoppala! Explosion. Da sie an. Okay. Das heißt für mich, wir machen hier jetzt erstmal auf. Die ist da echt sauber durchgeflogen. Ja, und schon kann man die Karte scannen. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Oh, der kryptografische Sequencer ist auf der Null. Oh, da hinten. So. Pfannkuchen, das kleine Extra an süßem Geschmack. Mhm. Die heutige Nacht würde ich gerne mit einer Lesung.
F6 beim Ritz-Carlton. Officer stehen unter Beschuss. Alle. Okay, Polizeifunk. Sind Ihre Partysnacks fade? Fehlt Ihrem Pfannkuchen das kleine Extra an süßem Geschmack? Lieben Sie Früchte? Probieren Sie KJ's Fruchtkonfitüre. Meine Marmeladen sind legendär. Mit extra großen, zuckrigen Früchten. Der Glaube, dass die Tat mächtiger wirkt als das Wort. Und Gewalttaten am mächtigsten. Im Juni gingen wir... Einheiten 701 beim Ritz nicht mehr aktuell. Lage unter Kontrolle. Sie benötigen aber noch Unterstützung. 6-1, verstanden. In einem Anflug von... Oh, Mann. Nach und nach bitte. Also, an die Obdachlosenstiftung mit dem Kommentar, jeder verdient die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu beschreiten. Waynes großzügige Worte Bürger. Was ist das? Ah, mein Gott, ich depp. Unglücklich. Also. Geht doch. Ja, mei. Ja, das sieht man mal wieder. Arkham. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Da sieht man mal, dass der letzte Batman-Teil doch schon ein bisschen her ist. Raufbolde persönlich. Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Schauen wir mal. Na, da muss doch jetzt mal was rauskommen. Wir hatten doch da gerade was. Zum Knacken des Codes durch Benutzen angebenden Stellen langsam kreisen, bis die Buchstaben das richtige Passwort bilden. Ja. Flugverbot. Neuser. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du? Das juckt mich nicht. Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen.
BASD wählen. Okay. Also dann. Hier haben Sie die Kontrolle über den Battering wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zur Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Alles klärchen. So. Können wir hier irgendwo abkürzen? Natürlich. So. Haben wir hier noch irgendwas? Sieh da, das Bärtsignal. Cale Anderson. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir legen hier einen kleinen Break ein und starten gleich in der nächsten Folge hier durch. Jo, also bis gleich. Servus.